Asteroide, so wie dieser hier, gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Oftmals werden sie beschrieben als kartoffelförmig und das trifft ja auch eigentlich sehr gut auf diesen hier zu. Das ist Itokawa, der wurde besucht von der japanischen Mission Hayabusa und deshalb gibt es auch diese gestochen scharfen Aufnahmen davon. Es sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein sehr kleiner Asteroid ist. Man sieht es da unten, der hat gerade mal so 320 Meter, wobei man das natürlich nicht so ganz genau sagen kann aufgrund der Form. Die Oberflächen der Asteroide sind auch oftmals sehr verschieden. Es können Krater darauf sein oder wie hier, dass es größere Gesteinsbrocken gibt, kleinere Gesteinsbrocken, aber teilweise auch sowas, was sehr flach aussieht wie eine Ebene. Vielleicht ist das Auswurfsmaterial, das irgendwas überdeckt hat. Auf jeden Fall scheinen diese Asteroide doch Zeugnisse dafür zu sein, dass es immer mal wieder zu Zusammenstößen kommt. Die müssen nicht unbedingt heftig sein, die können heftig sein und Krater verursachen. Es kann aber auch einfach nur sein, dass das Material langsam aufeinander zufliegt und dann aneinander haften bleibt oder einfach zusammen bleibt. Man darf nicht vergessen, dass die Asteroide sich alle in der gleichen Richtung um die Sonne bewegen. Das heißt, es ist nicht so, dass die, weil sie gegenläufig sind, aufeinander draufknallen und dann immer alles heftig ist, sondern die laufen gemeinsam um, mehr so wie auf der Autobahn. Und dann gibt es mehr so kleinere Kollisionen, wobei das auf der Autobahn natürlich anders ausgeht dann als hier. Ein anderes Beispiel ist Gaspra. Der ist jetzt größer mit 12 Kilometern ungefähr. Da kann man auch schon wieder dieses kartoffelförmige hier ganz gut erkennen. Auf dem sieht man jetzt sehr viel mehr Krater. Wenn man jetzt vielleicht auch hochauflösendere Aufnahmen hätte, würde es vielleicht auch hier teilweise anders aussehen. Das hier ist meine Zusammenstellung verschiedener Asteroide. Das hier, der große, ist Phi Vesta. Man glaubt zum Beispiel, dass die HED, Meteorite, Hawatite, Eukrite und Diogenite von Vesta stammen, weil die ähnliche Reflexionsspektren haben. Auch da sieht man verschiedene Krater auf Vesta. Hier unten sieht man eventuell auch einen sehr großen Krater. Also das ganze untere ist vielleicht praktisch ein Krater mit so einem Zentralberg dort. Und dabei dann noch sehr viele andere Meteorite. Gaspra ist auch dabei, da hat man einen gewissen Größenvergleich. Also hier Vesta mit 520 Kilometern ist schon sehr viel größer. Itokawa ist ganz da unten, den kann man schon gar nicht mehr sehen, da ist nur ein Pfeil drauf, aber da der nur 320 Meter hat, ist er natürlich schwer zu erkennen. Das ist der größte Asteroid, der ist jetzt auch mal tatsächlich rund. Vesta war ja auch schon fast rund, aber der ist so groß, dass er eben auch rund sein kann. Ceres mit 950 Kilometern ungefähr, also der größte Asteroid, erreicht noch nicht mal 1000 Kilometer im Durchmesser. Auch hier kann man verschiedene sehr gut Krater darauf entdecken. Es gibt auch diese weißen Spots, die man da auf dem linken Bild sehen kann. Das sind vielleicht nach dem Impact irgendwelche Wässer, die nach oben drücken, evaporieren und dann bleiben dort so Salze zurück, die eben diese weißen Flecken hier bilden. Dann gibt es auch noch ganz ungewöhnliche Asteroide, wie dieser hier, Kleopatra, der wird auch Hundeknochen-Asteroid genannt, sehr groß, 120 Kilometer, also vergleichsweise groß. Hier vermutet man, dass es eine relativ heftige Kollision war, die zusammen sind und der dann wieder die beiden Asteroide vielleicht wieder versucht haben, auseinanderzugehen, was nicht ganz geklappt hat und dann diese sehr ungewöhnliche Form produziert haben. Die gibt es natürlich seltener als die anderen. Und schließlich kann es auch sein, dass manche Asteroide tatsächlich einen Mond haben, wie man es hier sieht. Das ist Ida und Dactyl, Ida mit ungefähr 20 Kilometern, Dactyl mit vielleicht einem Kilometer. Das sind aber keine stabilen Konfigurationen. Also es kann mal sein, dass ein Asteroid einen Mond einfängt, der dann eine Weile da rumkreist, aber nicht besonders stabil, der fliegt dann irgendwann wieder weg. Das ist vielleicht für einen längeren Zeitraum nur stabil. Also so ungefähr sehen die ganzen Asteroide aus. Meistens kartoffelförmig, wenn sie groß sind, können sie rund sein, teilweise auch ungewöhnlich, können Monde haben, die Oberfläche sehr häufig mit Kratern übersät. Wenn man genauer hinschaut, wie zum Beispiel bei Itokawa, sieht man auch, dass es sehr viele Brocken gibt, also dass es wirklich eine Art Konglomerat ist und dass es eine Sammlung von sehr vielen auch kleineren Bruchstücken sein kann, zumindest an der Oberfläche. Und so ungefähr sehen Asteroide aus.